Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, das mal ein bisschen außerhalb der üblichen Videos sich bewegt. Es ist kein Let's Play. Man sieht genauso wenig, aber das ist auch gut so. Ich möchte nämlich mal darüber reden, was es für mich selbst bedeutet, blind zu sein. Das heißt, es wird in diesem Video darum gehen, erstens, wie kann man als außenstehende Person blinden Personen am besten helfen, mit Situationsbeispielen, die logischerweise nur akustisch sind, ohne Bild. Euer Vorstellungsvermögen wird gefordert. Und zweitens, was es für mich selbst bedeutet, eben beeinträchtigt zu sein oder mit welchen Vorurteilen und Klischees ich unter Umständen konfrontiert werde. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, das interessiert nämlich sehr viele wahrscheinlich. Und ja, wie hilft man blinden Leuten am besten? Also, der erste Schritt ist erstmal fragen. Auf keinen Fall irgendetwas anderes machen, einfach fragen. Zum Beispiel zu der Person hingehen und fragen, entschuldigen Sie, brauchen Sie Hilfe oder entschuldigen Sie, darf ich Ihnen helfen? Eine von diesen Fragen in dieser Art halt einfach. Und wenn die Person nicht gleich reagiert, dann einfach mal wiederholen oder dann vielleicht einmal kurz an den Ellenbogen greifen, damit die blinde oder anderweitig eingeschränkte Person weiß, okay, sie ist gemeint. So geht es mir zum Beispiel öfter. Ich werde angesprochen und kriege nicht mit, dass ich angesprochen werde, weil es einfach ganz viele Leute um mich herum auch noch gibt. Zum Beispiel am Hauptbahnhof in Wien. Ja, damit fängt es schon mal an. Und wenn es ein Nein ist, dann diese Antwort respektieren. Also dann nicht, ja, aber, also dann nicht sagen, ja, aber da geht es jetzt gleich zu den Gleisen von der S-Bahn runter oder ja, du läufst da gerade Richtung U-Bahn oder irgendwie sowas in der Art oder sowas wie, ja, da kommt gleich eine Treppe. Nein ist Nein. Das ist einfach so. Klar, man kann vorwarnen, aber wenn man es dann die ganze Zeit wiederholt und bei den meisten Personen siehst du dann das Desinteresse irgendwie. Also ich weiß es von mir selbst, klar, es ist nett gemeint, ich nehme es auch niemandem übel. Aber tut es euch selbst den Gefallen und versucht es nicht noch. Wenn schon Nein gesagt wurde, wird sich das in der Situation wahrscheinlich nicht mehr ändern. Vielleicht einige Meter weiter, zum Beispiel, du gehst so durch den Hauptbahnhof, die also unten quer zu den Bahnsteigen, wo du rechts irgendwie Rolltreppen hast oder sowas. Und dann fragt dich jemand, ob man Hilfe braucht und man sagt, nö. Aber wenn man dann vorne orientierungslos durch eine Halle irrt, dann kann man gern wieder fragen. Also ein Nein heißt Nein, aber nur für diese Situation. Das ist ein bisschen verwirrend wahrscheinlich, aber es ist wie überall, ein Nein ist zu akzeptieren. Aber sobald sich etwas ändert, kann man natürlich wieder fragen und damit macht man dann auch nichts falsch, weil es kann maximal passieren, dass man nochmal ein Nein zur Antwort kriegt, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist. Ja, wenn allerdings die Hilfe angenommen wird, dann fragen, ja, wie darf ich Ihnen denn helfen oder wobei? Wenn man zum Beispiel gerade vor einer Rolltreppe, also vor einem Treppenabgang steht, der eine Rolltreppe hat, dann kann man zum Beispiel fragen, wollen Sie die Treppe nehmen oder die Rolltreppe? Oder soll ich Sie an die Hand nehmen oder möchten Sie sich an meinem Ellenbogen halten oder möchten Sie mir nachgehen? Je nachdem, in welchem Alter die blinde Person ist, kann man natürlich auch du sagen. Es ist sogar sehr viel angenehmer für die meisten. Unter 20 zumindest. Oder unter 30. Je nachdem. Einfach blinde Person so anreden wieder mal. Und wenn die Person dann sagt, ja, ich würde gerne allein gehen, dann nicht trotzdem die Hand nehmen, weil man selbst es für besser hält. Die meisten eingeschränkten Personen wissen selbst am besten, was sie wann brauchen. Das ist für viele schwierig zu akzeptieren, aber der Kopf rechnet genauso viel, wenn nicht sogar mehr, wie bei sehenden oder halt in dem Bereich nicht eingeschränkten Leuten. Das heißt, wenn die Person körperlich eingeschränkt ist, heißt das nicht, dass sie kognitiv eingeschränkt ist. Überhaupt nicht. Handicap nicht gleich Handicap. Und Behinderung, nebenbei, verwende ich sowieso nicht als Wort, weil es hindert dich nicht am Leben. Und diese Überleitung war nicht geplant, aber wir sind jetzt dabei, was bedeutet das für mich selbst, blind zu sein? Klar, erstmal, gut, ich sehe nichts. Was eine Überraschung, ich bin blind, ich sehe nichts. Toll. Tollster Zusammenhang ever. Nee, wie man merkt, Humor habe ich trotzdem.
Klar, es ist ein Schicksalsschlag. Ich bin von Geburt an blind. Wenn du später blindet bist, na gut, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ist es wahrscheinlich nochmal ein anderes Kapitel, weil du dann früher gesehen hast. Auf der einen Seite kann dir das eine Hilfe sein, dass du mal was gesehen hast. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich schwieriger zu akzeptieren, dass du nichts mehr siehst. Also für mich war es relativ einfach. Ich war eben von Geburt an blind. Und ja, damit hat sich für mich die Sache. Aber mein Leben ist natürlich um einiges schwieriger als bei sehenden Leuten. Beispielsweise ist Kochen nicht so einfach. Zum Beispiel, irgendwas untere ein bisschen eine homogene Masse ist. Klar, du kannst das probieren, aber es geht zum Beispiel nur mit Reingreifen. Das könnten sehende Personen einfach übersehen machen. Oder auch sich zu orientieren, ist nicht ganz so einfach, vermute ich mal. Für die meisten. Also ich muss bei mir selbst sagen, ich orientiere mich, also ich bin relativ entspannt, wenn ich allein unterwegs bin. Aber ganz viele haben Orientierungsschwierigkeiten. Ganz viele Seh-Eingeschränkte oder Blinde. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich damit selbst eben öfter zu tun habe. Ja, auf jeden Fall, wie orientiere ich mich? Die Frage, bevor sie in den Kommentaren steht, beantworte ich sie mal. Ja, erstmal natürlich über die Akustik, dann über so einen komischen weißen Stock, den die Leute so komisch vor sich her bewegen. Das Ding nennt sich Langstock und die meisten Leute bewegen ihn ganz kontrolliert von links nach rechts. Das ist auch keine Waffe oder sowas und kein Schlagstock. Und den sollte man auf keinen Fall einer blinden Person abnehmen oder, was mir passiert ist, der Person verbieten, ihn in ein Konzert mitzunehmen. Erstens mal, mit dem Stock kannst du niemanden wirklich verletzen. Zweitens, es ist ein Hilfsmittel. Und der ist überall zulässig, wo ein Blindenhund zulässig ist und sonst auch. Blindenhunde sind übrigens fast überall zulässig. Da gibt es gesetzliche Regelungen, dass sie sogar wohin dürfen, wo sonst Hundeverbot ist. Und der Stock ist eben überall zugelassen. Den darfst du überall hin mitnehmen. Klar, am Flughafen wird er überprüft oder bei einer Sicherheitskontrolle. Aber sie dürfen ihn denn nicht aus der Hand nehmen, wegen seinem Aussehen oder weil er aus Metall ist. Da müssen sie einen handfesten Grund haben, um ihn dir abzunehmen. So kann man sich dann auch dagegen wehren, wenn dir der Stock abgenommen wird. Dann kann man einfach sagen, ja, sie brauchen einen handfesten Grund. Oder, das ist mein Hilfsmittel, das ist mein Auge, den brauche ich. Wie Polyphem hat auch nur ein Auge, der griechische Zyklop. ja, klar, das kommt schon mal dazu. Und sonst orientiere ich mich eben noch übers Gehör. Zum Beispiel Umgebungsgeräusche kann ich das Echo auswerten und weiß dann, da ist ein Haus, da ist ein Baucontainer oder sowas, das kann man dann sogar ziemlich genau sagen oft. Du kannst auch sagen, was du vor dir hast. Und da gibt es da noch so was ganz Spezielles. Ich kann das selbst nicht beschreiben, aber ich spüre Hindernisse vor mir unter Umständen. Ich weiß nicht, ob das alle Seh-Eingeschränkten und Blinden haben oder auch Sehende. Ich weiß es nicht, aber ich habe es auf jeden Fall. Ich kann dadurch Hindernissen, ohne sie zu hören und ohne sie mit dem Stock zu berühren, ausweichen. Zum Beispiel, wenn irgendwo ein Auto steht, dann hörst du das schlecht, wenn es aus ist. Dem kann ich dann ausweichen. Entweder ich spüre es über die Kälte oder über irgendwelche magnetischen Wellen oder sowas. Keine Ahnung. Ich will mich doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, indem ich irgendwas behaupte oder sowas, sondern es ist einfach so. Bei mir. Und ja, das verwende ich eben auch. Straßenüberquerungen. Für viele ein Mysterium. Wie geht das? Im Idealfall hast du Parallelverkehr und da gehst du parallel zu den Autos. Oder du gehst einfach auf die gegenüberliegende Ecke zu. Die meisten Leute können relativ gut einschätzen, wann sie gerade ausgehen. Oder zumindest die, die eine relativ gute Orientierung haben. Und ja, dann ist es eher das kleinere Übel. So, wie lange rede ich denn jetzt schon? Vielleicht reißt man die Sprache auf Maximilian. 8 Minuten und 7 Minuten. Sucher. 8 Minuten. Sucher. 9 Minuten. Sucher. Bild aufnehmen. Videoaufnahme stoppen. Taste. So, knappe 9 Minuten. Das passt, glaube ich, auch. Wenn noch Fragen bestehen, dann unbedingt in die Kommentare damit, Like und Abo dalassen und ja, euch noch einen schönen Tag und viel Spaß, wobei auch immer. Und ihr wisst jetzt, wie ihr blinden Leuten helfen könnt und wie es für mich selbst ist, blind zu sein. Videoaufnahme stoppen. Taste. Zumindest ungefähr.